Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Mafia Teil 1. Hier ist die Goretti und wir sind dabei, die Gangster von Chinatown, oder die kleinen Ganoven besser gesagt, zu eliminieren. Da will wohl jemand eine Abreibung. Hey Tom, die Typen haben Kanonen. Okay. Ich auch. Ich habe auch eine Kanone. Der ist schon mal tot. Der auch? Der auch. Puh. Das läuft ja schon mal ganz gut. Aber es warten jetzt hier noch jede Menge auf uns. Wir laden mal eben unseren schönen 1911er Colt nach. Ja, genau. Du bist auch gleich tot, mein Freund. Ja, komm raus da. Na los, komm schon. Ja, da bist du ja. Oh, daneben. Oh, nein, ich muss nachladen. Pauli, lauf mir nicht vor die Flinte. So, der wäre auch Geschichte. Puh. So weit, so gut. Ah, ja, 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 mein Freund. Warte mal eben. Für dich habe ich auch... Ups, Entschuldigung. Pauli, lauf mir nicht vor die Flinte. Gut. Das waren aber noch längst nicht alle. Nee, den Baseballschläger wollte ich nicht. Ich wollte die Magnum haben. Danke. Die hat nämlich richtig Wumm. Hebt das auf. Die Magnum, danke. Genau. Hier, mein kleiner Ganova. Ah, hab ich dich leider nicht erwischt. Schade aber auch. Komm her. Geht doch. Huhuhu, letzter. Sehr gut. Heieiei. Was willst du denn damit bezwecken? Ich befördere deinen Arsch aus diesem Teil der Stadt. Die Typen sind von der Mafia, Johnny. Machen wir eine Fliege. Oh, Scheiße. Schnell, zum Wagen. Wir müssen sie kriegen. Ja, dann komm, schlauf los, mein kleiner Freund. Ja, das ist ganz witzig hier, Pauli. Das hat überhaupt keinen Zweck, dass du da ballerst, den Blödmann. Es ist wohl besser, wenn ich jemand mitnehme. Ja, genau. Los, Pauli, steig ein. Ja, wir müssen diesen Kerlen jetzt einfach nur hinterher. Falls ich sie erwische, bevor wir an den Ort des Geschehens herankommen, haben wir das große Glück und sehen eine kleine Videosequenz. Was war das? Ja, so wird's nichts. Haben wir einen Platten oder warum ist unser Wagen hier gerade außer Kontrolle geraten? Oh ja, wir haben einen Platten. Tja, Leute, so wird das nichts mit der Videosequenz, die ich gerne drauf hätte. Vielleicht liefere ich sie mal nach. Ja, guck, oh, da sind wir tot. Das gibt's doch nicht. Und das alles nur wegen so einem blöden Platten. Mann. Los, komm, lauf, lauf. Oh, oh, oh. Pauli, Pauli, verdammt, Pauli. Ich nehme besser jemanden mit. Oh, nein. Oh, Pauli. Du kleine, miese Ratte. Ah, das wird wieder nix. Pauli. Steig ein, Mensch. Pauli. Bulle. Oh, das hatte ich ja wirklich... Ehrlich gesagt, noch nie. Gib auf! Ja, dazu mal kein Kommentar. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Ich bin halt ein sehr guter Mafia-Spieler, also... Los, Pauli, jetzt steig ein hier. Komm. Pauli! Du übertreibst es auch manchmal. Du hast uns wieder einen Platten geschossen, du kleine Ratte. Du warst das doch, der uns vorhin einen Platten geschossen hat. Wer soll es sonst gewesen sein, hä? So, Jungs. Jetzt kriege ich euch. Habe ich euch. Geh und mach ihn fertig.
Wo ist die Videosequenz? Was soll der Schrott? Okay, ist egal. Hast du Mitleid mit ihm, oder was? Diese Tiere können dir doch nicht leid tun. Der würde dir doch bei der ersten Gelegenheit in den Rücken schießen. Ich dachte, was wohl meine Mutter oder Sarah sagen würden, wenn sie mich so sehen. Der hier ist am Ende. Das heißt, eine Sorge weniger. Was stehst du da rum und guckst dumm aus der Wäsche? Denk dran, wer gestern dein Mädchen flachlegen wollte. Besser, du gewöhnst dich dran. Ich gewöhnte mich dran. Na, ich weiß nicht, ob man sich an sowas gewöhnen kann, aber okay. Ja, schade, da habe ich das Spiel schon so oft wiederholen müssen an dieser Stelle und dann belohnt man mich noch nicht einmal mit einer Videosequenz. Das ist sehr traurig. Naja, ich kann es nicht ändern. Weiter geht's. Dein letzter Auftrag war kein großer Erfolg, Tom. Dass du alle getötet hast, macht uns jede Menge Probleme. Aber die wollten Sarah vergewaltigen. Die Bullen sollten mir dankbar sein. Ich weiß, aber der eine, der entkommen konnte, wird Ärger machen. Was? Wir haben keinen entwischen lassen. Sie sind alle tot. Einer lebt. Sie haben ihn aus dem Autowrack gezogen. Scheiße. Der eine Tote war der Sohn eines Stadtrates, ein Freund des Bürgermeisters und Morellos Komplize. Und der überlebt hat, wird sich beim Stadtrat ausheulen. Daddy hat seinen Sohn nicht gerade geliebt. Aber in solchen Fällen kann ein Mensch sich an viele schöne Dinge erinnern. Nebenbei, heute ist seine Beerdigung. Zu dumm, dass ich keine Zeit habe. Du hast Glück, dass der eine nicht weiß, wer du bist. Und dich nicht verpfeifen konnte. Aber deshalb bist du nicht hier. Tom, heute habe ich einen ziemlich heißen Job für dich. Komm, steig in den Wagen. Der Inhaber eines der Läden, in die der Don viel Geld investiert hat, hat plötzlich vergessen, wem er dankbar sein muss. Und ist bei Mr. Morello eingestiegen. Morello will anscheinend herausfinden, wie weit er gehen kann. Aber da spielen wir nicht mit. Also, was läuft denn? Wir jagen den Schuppen in die Luft. Was? Was ist das für ein Laden? Ein Hotel. Das heißt, es ist ein Bordell, Tom. Aber kein normales Freudenhaus. Sondern eins für die Typen aus der feinen Gesellschaft. Und ich soll die wirklich alle ausknipsen? Natürlich nicht. Wir liquidieren nur den Besitzer und zünden sein Büro an. Das müsste genug Warnung für die anderen sein. Wir heißt in diesem Fall ich. Stimmt's, Frank? Ich nehme mir den Typen vor und ich jage das Hotel in die Luft. Genau. Und da ist noch eine Sache. Eines der Mädchen informiert Morello über unsere Aktivitäten. Die müssen wir auch eliminieren. Frank, ich soll eine Frau umnieten? So ein Pech, was? Hier ist ein Foto von ihr. Sie ist niedlich. Kommt mir bekannt vor. Bist du sicher, dass sie es ist? Leider, ja. Ihr loses Mundwerk hat uns einen Haufen Geld und ein paar Männer gekostet. Warum machen das nicht Polly oder Sam? Weil sie jeder in dem Laden kennt. Die wären tot, bevor sie überhaupt reinkämen. Und wie ist der Plan? Es ist das Corleone Hotel, Downtown. Find den Boss und leg ihn um. Mach's ruhig ganz offen, es soll ja eine Warnung sein. Dann kümmerst du dich um das Mädchen. Das Büro des Besitzers ist im obersten Stock. Schnapp dir, was du an Geld und Dokumenten finden kannst und leg dann den Sprengstoff. Für mehr wird die Zeit nicht reichen. Das wird kein Picknick. Ich weiß, aber wenn wir uns jetzt nicht drum kümmern, sind wir die Nächsten. Vielleicht hast du recht. Die Waffe und der Sprengstoff sind hier im Auto. Viel Glück, Tom. Ja, danke, lieber Frank. Na, das sind ja Aussichten. Wir sollen also ein ganzes Hotel in die Luft jagen. Ja, warum auch nicht, ne? Wo fahre ich denn am besten lang? Ach, ich fahre einfach hier mal links. So, Leute, aus dem Weg. Ich habe, wie gesagt, überall Vorfahrt. Ich habe ein bisschen was an den Soundoptionen nochmal verstellt, umgestellt. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles so anhört. Obendrein hat sich mein Programm, mein Renderprogramm irgendwie verabschiedet. Das heißt, ich rendere jetzt diese Videos
auf meinem Laptop und mit einem etwas anderen Programm. Ihr werdet es vielleicht am Sound merken. Meine Stimme kommt ein bisschen anders über. Aber ja, ich kann es nicht ändern, zumindest im Augenblick nicht. Ich denke, ich werde da sicherlich mich mal die Tage irgendwann drum kümmern. Aber im Augenblick fehlt mir einfach so ein wenig die Zeit dafür. Entweder ich nehme auf oder ich kümmere mich um das Programm. So schaut's aus. Und da ich diese Woche sowieso einen Arsch voll Termine habe, wird das nicht so machbar sein, wie ich mir das vorstelle. Naja, sei es drum. Oh, geschafft. So gerade eben. Wir sind hier so gerade eben um die Kurve gekommen. Irgendwo ein Polizist in der Nähe? Nein, danke. Dann fahren wir einfach mal weiter. Rote Ampeln, was ist das? Zumindest solange kein Polizei in der Nähe ist, ne Schwor. Ach, ist das schön. Ah, zumindest im Spielen darf ich mich mal so richtig wie eine wilde Sau benehmen. Was den Straßenverkehr angeht. Und alles andere eigentlich auch. Juhu. Ja, das Corleone Hotel ist in Downtown. So viel ist ja schon gesagt worden. Da fahren wir jetzt auch hin. Ich kann euch das mal kurz... Huch, wo fahre ich denn hin? Ja, jetzt habe ich gerade auf meine Tastatur geguckt und bin natürlich prompt von der Straße abgekommen. Ja, da ist es. Corleone Hotel in Downtown. Mann, das war ja jetzt gerade wieder eine Aktion... mit Pauli. Ich vermute mal, dass er uns Platten geschossen hat, der kleine Mafiosi. Wir sollen ja nicht so vulgär sein, wenn wir kommentieren. Ja, und da ist das Corleone Hotel. Supi. Gute Frau, du stehst mir im Weg. Mach mal Platz. Ich will hier parken. So. Dann steig mal aus, mein lieber Tommy. Und hinein in die gute Stube. Die Hure. So heißt dieser Abschnitt. Na, Süßer, wie wär's? Was? Ah, abgeschleppt. Alles klar, dann unterhalten wir uns mal mit diesem guten Mann hier. Guten Tag. Wo finde ich bitte den Geschäftsführer? Er ist im Speisesaal beim Mittagessen. Gehen Sie einfach durch diese Tür. Sie erkennen ihn an seinem weißen Anzug. Vielen Dank. Ich habe da aber noch ein Anliegen. Hallo? Ich suche übrigens das Mädchen auf diesem Bild. Sie arbeitet hier. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Was sind Sie? Schnüffler oder Sitte? Nö, habe ich noch nie gesehen. Wenn Sie auf Spaß aus sind, nehmen Sie eins von den Mädchen hier. Also, ich bin kein Schnüffler. Muss nur mit ihr reden. Wie gesagt, noch nie gesehen. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich jetzt verabschieden. Was? Pass auf, alter Mann! Den Ton lasse ich mir nicht bieten. Ich mir auch nicht. Und meine abgesägte Schrotflinte hier unter der Theke sagt, dass sie dich überhaupt nicht mag. Also gehst du jetzt besser. Und schön langsam. Alles klar. Dich merke ich mir. Ja, du stirbst als erstes. Der hat also eine abgesägte Schrotflinte. Ja, egal. Ich weiß, wo ich die Prostituierte finde. Da watscheln wir auch mal direkt hin. Ich bin mir nicht sicher, war das hier... oder eins höher. Ich meine, dass es hier war, aber sicher bin ich mir nicht. Egal, wir haben auch schon wieder fast eine Viertelstunde voll. Ihr kennt das. Ich zeige euch nochmal das nette Foyer. Das da ist doch auch Mafiosi. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und gesund. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich... mächtig und sehr oft versagt habe. Und bis demnächst dann in diesem Theater. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.